Hallo meine Lieben, heute wollte ich ganz schnell einen ganz einfachen Look machen. Ihr habt in meinem letzten Video, meinem Büchervideo, hatte ich auch diesen Look drauf und ich habe ganz viele Fragen bekommen, ob ich das nicht mal als Tutorial machen kann. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir ein paar schöne Kommentare da und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Als erstes habe ich eine Lidschattenbase aufgetragen, in dem Fall die Urban Decay Primer Potion. Ich würde euch auf jeden Fall eine Lidschattenbase empfehlen, wenn ihr ölige Augenlider habt, so wie ich. Dieser Alltagslook ist wirklich sehr einfach. Und deswegen benutze ich nur ein Pigment auf dem ganzen Augenlid, und zwar die Farbe PYT aus meinem Online-Shop. Die Links findet ihr alle unten in der Infobox. Und noch ein kleiner Fun Fact, was heißt PYT? Natürlich heißt PYT Pretty Young Thing, so wie der gleichnamige Michael Jackson Song. Nachdem ich das Pigment auf dem ganzen Augenlid bis hoch zur Augenbraue aufgetragen und verblendet habe, nehme ich noch einen matten mittelbraunen Lidschatten, hier von Urban Decay die Farbe Shakedown, mit einem feinen Pencil-Pinsel und trage diese Farbe in meiner Lidfalte auf. Einfach nur, dass ihr noch ein bisschen Dimension reinbekommt und eure Lidfalte etwas vom restlichen Lid abzugrenzen. Ihr könnt die Farbe natürlich auch gerne nach hinten etwas auslaufen lassen. Das verlängert euer Auge etwas und gibt einen schöneren, mysteriöseren Look, wie ich es immer sage. Natürlich müsst ihr die Farben dann gut verblenden, dass ihr keine harten Linien habt. Und dann kommen wir schon zum unteren Teil des Auges. Dazu nehme ich so eine ganz feine Smudger Brush, so einen Smudger Pinsel, und nehme die Farbe Glamour Check von MAC. Die war mal limitiert, aber das ist einfach ein sehr schönes, schimmerndes, rötliches Braun. Und versmatsche, also verwische diese Farbe einfach am unteren Wimpernrand. Das gibt nicht nur die Illusion von sehr vollen Wimpern, sondern gibt auch noch so einen ganz warmen Ton zu den Augen. Danach trage ich noch meinen Eyeliner auf, hier den Carbon Gloss Liquid Eyeliner von L'Oreal. Um diesen schönen warmen Look komplett zu machen und meinen Blick noch etwas zu intensivieren, nehme ich einen schwarzen Eyeliner und trage den am unteren Wimpernrand auf und dann noch auf der Wasserlinie. Falls etwas Glitzer auf eure Wangen gefallen ist, könnt ihr das ganz einfach mit einem Pinsel entfernen. So, dann sind wir mit den Augen schon fertig und weiter geht's mit den Lippen. Ich habe meinen neuen Lieblingslippenstift, den Yves Saint Laurent Rouge Pure Couture in Nummer 09 verwendet. Die Farbe ist einfach super toll und sehr gut geeignet für den Alltag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Look und bis zum nächsten Mal.